Habemus Papam. Im fünften Anlauf haben die Kardinäle im Vatikan einen neuen Papst gewählt. Der Argentinier Jorge Bergoglio ist als Papst Franziskus der Erste, neues Oberhaupt der katholischen Kirche. Weißer Rauch über der Sixtinischen Kapelle signalisierte den Gläubigen auf dem Petersplatz und der ganzen Welt zuvor, es gibt einen Nachfolger für den zurückgetretenen Papst Benedikt XVI. Kardinal-Protodiakon Jean-Louis Thoron verkündet vom Hauptbalkon der Peterskirche den Namen des neuen Papstes mit der traditionellen Formel Habemus Papam. Anschließend tritt der Gewählte selbst auf den Balkon und spendet den Segen Urbi et Orbi, der Stadt und dem Erdkreis. Franziskus I. ist der erste Lateinamerikaner auf dem Stuhl Petri. Auf dem Petersplatz in Rom brechen die Gläubigen in lauten Jubel aus. Auch in Deutschland läuten vielerorts die Glocken. Der Nachfolger des Deutschen, Josef Ratzinger, als Oberhaupt der katholischen Kirche, musste mindestens 2/3 der Kardinäle im Konklave hinter sich bringen. Mehr als 24 Stunden und 5 Wahlgänge haben die Würdenträger dafür gebraucht.